Hi Polarkas 18. Super, dass ihr jetzt bei Klickzoom seid, denn dann habe ich auch gleich mal zwei Fragen an euch. Erste Frage ist, ich habe irgendwie gehört, dass der Name Polarkreis 18 irgendwie davon kommt, dass einer von euch nur 8 Zehen hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und die zweite Frage ist, wie steht ihr zu dem illegalen Downloaden von Musik? Sei es auf YouTube oder auf irgendeiner Tauschbörse. Danke, wenn ihr die Fragen beantwortet. Also, unsere Geschichte, also erstmal danke, dass du diese Fragen uns gestellt hast. Es ist übrigens sehr interessant, hier diese lustigen Menschen zu sehen auf dem iPad. Aber unser Bandname kommt tatsächlich daher, dass mein Vater in den 80er Jahren eine Expedition zum Polarkreis unternommen hat und dort etwas schlecht ausgerüstet war, ihm dabei zwei Zehen abgefroren sind und er deshalb jetzt nur noch 8 Zehen hat und deshalb der Name Polarkreis 8-10. Des Weiteren, die zweite Frage war, Illegale achso, illegale Downloads. Downloads. Illegale Downloads, also dass Leute unsere Musik sozusagen kostenfrei sich besorgen beziehungsweise irgendwie zu eigen machen. Das ist etwas, was leider der Lauf der Dinge ist. Sich darüber zu ärgern, wäre schlecht, denn man sollte sich nicht über Dinge ärgern, die man nicht ändern kann.